Wie ist momentan die Lage? Es ist ja extrem ruhig. Man sieht es auch im Hintergrund. Kaum Autos, kein Stau. Ja, wir haben einen sehr guten Verkehrsfluss aktuell. Es sind so 20, 30 Fahrzeuge auf der Autobahn. Kein großer Rückstau. Der große Vorteil ist, dass heute Morgen kaum Lkw-Verkehr ist. Deswegen gibt es auch kaum Stau. Wer darf jetzt genau nach Deutschland einreisen? Das ist ja wichtig für alle. Wer darf rein? Wer muss draußen bleiben? Ja, Personen aus der EU, die einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, können einreisen. Auch Drittstaatsangehörige mit festem Wohnsitz in Deutschland können einreisen. Voraussetzung ist aber immer, dass man auch diesen negativen Corona-Test dann mit dabei hat. Es gibt auch noch weitere Berufsgruppen, die dann relevant werden für die Einreise. Das sind die systemrelevanten Berufe, vom Kindergärtner bis hin zum Ingenieur in einem Wasserkraftwerk. Alles, was für den gesellschaftlichen Betrieb, für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Betriebs notwendig ist, darf einreisen, aber immer in Verbindung mit diesem negativen Corona-Test. Das mit den Corona-Tests läuft ja sehr gut. Ihr habt ja da eine eigene Station für den Schnelltest, denn seit gestern neu auch die Lkw-Fahrer brauchen einen negativen PCR-Test. Ja, auch Lkw-Fahrer sind in der Lage einzureisen, sind berechtigt einzureisen, aber Voraussetzung ist immer auch der negative Test.